Ist gut. Hab aber, ich kaputt gemacht, Mann. Aber irgendwo habe ich ihn nicht gestellt, das weiß ich genau. Oh, oh nee. Ich sehe ihn. Ich liege, wisst ihr? Ich hab's gesehen und er bleibt hier sitzen. Er kommt oben. Alter. Er kommt oben. Und willkommen zurück bei Night of the Dead. Wir gehen in die 23. Welle. Ja. Wir haben gerade so ein bisschen das gemacht, was wir eigentlich in der letzten Folge angekündigt haben. Wir haben ein bisschen aufgestockt. Sobo ist gerade unten, er hat oben vorbereitet. Mhm. Guten Tag. Da gehen wir gleich hin. Gucken wir uns gleich nochmal an. So viel Zeit muss sein. Hier unten haben wir die Beinfallen auch weggenommen. Oder nehme ich gerade noch weg? Die erste ist schon weg. Ich stelle dir hier die Schneidefallen hin und dann kannst du die gleich verknüppern, ne? Ja. Weitestgehend. Ich weiß nicht, ob es hier noch reicht. Und ich habe immer so eine Angst mit dem scheiß Hammer, dass ich wieder die Foundation einreiße. Ich hoffe, es war richtig, ja. Ja, passt. Oh nein. Jetzt nicht kompliziert. Nee, ist nicht kompliziert. Ich schwitze nur mit dem Hammer. F. Ich hoffe, das war jetzt auch die Falle. So. Die Schneider sind alle da. Ich muss noch mal... Hier, Seil brauche ich noch. Hier, Seile. Dann kann ich die letzte noch upgraden. Obwohl ich der Meinung war, ich habe alles gezählt vorher. 1, 2, 3, 4. Äste sind wieder echt eng. Wir haben keine mehr. Ich habe noch 11 oder so. Ich habe 0. Hm. Brauchst du jetzt? 6. Nee. Ich habe noch diese Stachel-Peak-Dinger gemacht, dafür unsere Stachelböden, diese Erweiterungs-Änderungs-Dinger. So, achso, ich wollte ja mal gucken gehen. Bei dir oben oder das schnell zeigen. Warte. Ja, Zäune mussten wir auch wieder stellen. Unsere Zäune finden die scheinbar irgendwie immer extrem anziehend. Das hatten wir ja schon in der letzten Nacht, ne? Die Beinfallen hier weggemacht und dafür die Schneidewerkzeuge hingestellt. Hier oben haben wir jetzt ein paar Laufbänder entfernt und immer zwischendrin nochmal einen Schneider gestellt. Und hast du jetzt eigentlich hier hinten schon Krankenhaus zugemacht? Nee. Nee. Soll ich hier irgendwas hinstellen? Kann ich schon irgendwas hinstellen? Kann ich machen. Ja, hier machen wir jetzt auf jeden Fall zu. Probieren das mal. Wir wissen nicht, ob die trotzdem die Treppe hier hochkommen, weil ich glaube das nicht, weil die wissen unten ja schon, dass sie nicht weiterkommen. Und ich glaube, wenn du den Weg komplett hier oben zumachst, dann kommen die, also dann probieren sie doch nicht. Aber vielleicht irgendwie. Wir werden sehen, ja, wir stellen erstmal oben was hin. Das ist einfacher als unten da was rumzubauen, oder? Das ist erstmal, naja, denk mal, ist leichter. Mhm. So, was wollte ich jetzt machen? Achso, deine Fallen hier an, mit an, ne? Mhm. Halt noch Drähte und kaputt noch 2 Drähte. Sollte reichen. Kommt ja hier. Ah, nee, kommt das nicht. Shit. Ja, da ist ja, das Piekse-Ding eh mal mit bei. Oh, das finde ich auch ganz okay. Jetzt brauche ich nochmal einen Stecker. Brauche ich nochmal. Ist ja nicht Kupfer. Habe ich noch Kupferdraht in der Tasche? Ja. Wie kann man nochmal so ein Draht machen? Ich habe auch noch Kupferdraht 3. Noch zum Verknippern haben. Ich pack gleich mal noch was. Ein bisschen Reste haben wir ja noch. Oh. Warte. 1. Ja, wir haben jetzt wirklich wieder einen Mangel an Kupfer. Also vielleicht müssen wir da noch mal eine kleine Loot-Tour morgen machen. Und Erze farmen und so. Vielleicht ist ja jetzt doch schon in der U-Bahn was nachgewachsen. Wir haben zwar schon eben mal probiert, ne? Eben mal geguckt, aber... Ja.
Achso, Ballistenbolzen habe ich in der Tasche. Noch zusätzlich. Dann ist hier. Stecker und so ist hier auch noch, ne? Transistor. Ich weiß nicht, von wo ich da abgehen soll. Keine Ahnung. Achso. Aber wer, wenn nicht du? Ja, aber den kann man nicht erkennen. Achso. Dieser Stecker, der ist so blöd, wenn du denn schräg rausgehst, kannst du nicht genau erkennen, wer, wo, wie. Es sind so viele Kabel. Ich schalte die jetzt von hinten nach vorne in Reihe. Ist nicht so optimal, aber hatten wir vorher auch. Egal. Wenn mal kaputt geht, dann geht eben das dahinter immer noch. Okay. Hängt jetzt mit einem Sprungbrett dran. Sollte aber nicht das Problem sein. So, habe ich jetzt alles für so eine Mauer schnell mal oben? Nee, natürlich nicht. Was fehlt mir wieder? Holz. Draußen. Okay. Warte, ich bring's dir. Warte, hey, ich will noch abgegradete Ballistenbolzen machen, aber ich glaube, nee, ich habe keine Eisenbahn mehr. Wir haben keine Äste. Und doch keine Ranken mehr, wa? Nee. Doch einer. Warte mal, Ranken habe ich. Nee, 7. Warte mal, dann nehme ich schnell nochmal. Wie viel Zeit habe ich noch? Höchstens 4 Minuten, wa? Das lohnt sich nicht nochmal. Nicht viel, nee. Das ist egal. Ich mach schon den Strom an hier drüben jetzt, dass ich nicht nochmal rüber muss. Ja. Also Mörser lassen wir jetzt noch aus, den sparen wir natürlich für die Riesen. Deshalb alles andere ist an. Ja, nur die Balliste an. Aber dafür hätte ich gerne noch ein paar mehr Bolzen. Ich hab, die sind voll. Haben. Noch voll? Hm? Abgegödete Ballistenbolzen? Mhm. Und dann unabgegödete, ist ja egal. Hauptsache schießt die ganze Zeit. Ja, aber wir haben 3 Ballisten, also... Sind alle voll gerade. 2000 Schuss. Ja. Die müssen ja nicht die ganze Zeit schießen. Kann man da immer wieder nachfüllen. Ja, wenn wir keine Bolzen haben, kannst du nicht nachfüllen. Wir haben 500 Bolzen noch zusätzlich und sind alle voll. 500 habe ich noch, also in der Kiste liegen noch 300 und ich habe noch 270 in der Tasche. Und hier... sind noch ich kann das nicht upgraden, die Tor, was ich denn baue. Was braucht man da? Also die Mauer. Ja, weiß ich nicht. Muss ich jetzt gucken, wenn die gestellt ist. Scheiße. Bestimmt bearbeiteter Stein und Nägel. Also Tür unten ist noch offen. Ja, ja. Was ich nochmal hin und her muss. Kannst du da den Strom auch schon. Nee, den Strom da oben, Alka. Ja, mach du den. Das... Ich kenne mich nur auf der Tankstelle aus. So, Tor. Mach das mal an. Erstmal mal den Strom an. Hier sind noch 400 Bolzen jetzt drin. Oh, Essen halt nicht bei. Warte. Schnell. 400. Das ist nicht viel. 400 sind da drin. Alle sind voll. Mit der eine hat 250, die anderen beide 80. Und ich habe in der Tasche noch 300. Also wir haben 1000 Ballistenbolzen und die müssen ja nicht die ganze Zeit schießen. Okay, auf Stein kann ich's upgraden. Was brauchst du da danach? Ich bin gerade unten. Ah, nee, reicht. Habe ich alles da. Cool. Dann mach ich zu, ja. Ich habe jetzt kein Metalltor hier gesetzt. Ich komm's angucken. Ich habe noch keine Bolzen. Ja, doch, ein paar Bolzen habe ich, aber ich habe keine Muni. Muni habe ich ein bisschen bei, das sollte reichen. Für Knarre. Außerdem habe ich meinen Flammi. Das stimmt. An. Aber das kann meinetwegen Oma ohne Feuer hin. Ich wollte ja mal gucken, aber das Tor ist ja da jetzt nicht. Ist ja nur ein Tor. An. Also so haben wir das jetzt erstmal. Ob es was bringt, ob es reicht, keine Ahnung. Das war das Einfachste. So, die Balliste hier fülle ich nochmal nach. Weil hier ist dann wahrscheinlich auch schwer ranzukommen nachher an die Balliste. Die sind jetzt 400 abgegradet oder so. Wieso? Nicht? Kannst du jederzeit da hingehen? Hier kommt doch keiner mehr aufs Dach. Ja, falls er doch noch aufs Dach kommen, dann wäre das schwer. Aber ich kann, ich kann mir nicht vorstellen, dass die jetzt trotzdem irgendwo hochkommen. Die haben uns immer überrascht irgendwie. Ich hab keine Ahnung. 37 sind hier drin. Okay. Ist jetzt nicht voll. Hä? Hier waren eben 400 drin. Nicht 37. Naja, aber hier sind nur noch 37 Abgegönnete drin. Dann ja, das ist ja, ja, das ist ja... 75 hier drin und mach die anderen da vorne drin. Tankstelle, Strom ist an, ne? Mhm. Okay. Also 400 Bolzen sind da drin.
Ist doch egal, ob die upgraded sind oder nicht. Wir machen 20% mehr Schaden, wenn sie upgraded sind. Geht aber auch ohne. Hast du gesehen? Außerdem ist es nicht mal eine große Nacht, es ist nur eine 23. Ja. Also nicht mal eine Runde. Die sind doch so, dass sie vielleicht durchs Krankenhaus durchgehen und die Türen kaputt schlagen. Ich hab keine Ahnung. Nein. Cool wär's. Ich glaube, das wenn nicht. Sie so wär, ja. War doch ein Schuss in der Minigun. Hat gehört. Kannst du mal den Schalter umlegen? Ja. Bitte? Der ist an. Weil. Nee, nicht an. Aus. Noch. Okay. Ich will den erst anmachen, wenn unten so die Baumstammtypen, wenn sich jetzt so ein bisschen gelichtet hat. Mhm. So. Komm jetzt mal nach vorne. Also. So an sein müsste alles, bei mir blinkt wieder der nicht alles. Oh, ist war kaputt gegangen. Wie? Ein Zaun. Jetzt ist schon ein Zaun? Ah, der war bestimmt nicht. Doch, der war abgegradet. Haben wir nicht repariert? Nee, vielleicht nicht alle abgegradet gewesen. Das scheiß Sprungbrett, ey. Ja, das ist so Schrott. Das wollten wir eigentlich auch nochmal wegmachen. Wir dürfen hier nicht stehen. Warum nicht? Wie kommst du da ran? Oder? Nee, da kommt hier nicht durch. Rein. Doch, klar. Okay, dann gucken wir mal, wie es läuft hier oben. Ne? Ja, das wollen wir machen. Mal kicken. Ja, die Feuerdinger laufen natürlich drunter durch, das ist klar. Aber die Ballisten machen die ja schon da vorne tot. Also. Ja, das sind wahrscheinlich noch ein bisschen die Kombination zwischen Laufband und Schnitzeldingern. Okay. Excel, pass auf. Mhm. Der kriegt mich nicht mehr. Aber Excel braucht viel, ne? Ja klar, das sind ja auch die größeren, also. Huch, jetzt bin ich abgestürzt. Oh nee, die haben mich schon wieder. Was rennst du denn auch immer dazwischen drin? Bleib doch hier hinten. Ja. Ich will ja nicht die irgendwie noch anzecken, dass die da vielleicht doch noch eine Tür einschlagen oder so. So. Das lasst mich weg. Die keilen dann aber auch richtig krass ein immer, oder? Mhm. Aber Excel braucht trotzdem mal durch die ganzen Fallen gelaufen, ist echt noch viel, oder? Mhm. Geht aber von der Masse jetzt eigentlich. So, jetzt will ich mal, dass der Feuerhai wieder kurz weg ist. Ich will nämlich mal hier die Kompressoren müssen wir nämlich immer noch per Hand aufladen teilweise. Also die sind noch nicht angeschlossen. Ball hat gerade richtig übel im Krankenhaus. Echt? Geil. Ja. Der Ball hat hier richtig. Guck mal. Im Krankenhaus müssen die richtig Alarm machen. Können sie ja. Also da kann uns ja nichts passieren eigentlich, ne? Naja, die können die Türen kaputt machen, dann stehen sie auf dem Dach. Gib doch diese Treppenhäuser. Okay. Hörst du das? Ja. Da ist richtig was los da unten. Ja, dann müssen wir hier rüber. Bleibt man nicht hier hinten. Dann gehen wir auf die andere Seite und bleiben dort erstmal. Dann musst du dich eben hier auspegeln. Also nach rechts und links laufen, wenn sie kommen und. Dann bleiben wir eben auf der Seite. Und dann ist gut. Dann kommen sie wieder rüber. Also, ich weiß ja nicht, ob wir die bloß aufgeweckt haben, aber ich glaube eher nicht. Ist ja, bleib erstmal ein bisschen auf der Seite, dann kommen sie erstmal wieder rüber. Ich schieß von hier ein bisschen mit dem Flammi. Ey, wer war denn das? Kannst du den mal hier toten machen? Der bleibt nicht stehen. Der hüpft. Jetzt hast du ihn runtergeschossen. Da fehlt ein Zaun.
Nee, der stand noch nicht, der Zaun. Ich hab nicht alle hingestellt. Die schafft vorhin. War zu wenig Zeit. Ach, da liegen ja die Materialien. Achso, na dann. Ist gut. Aber, kaputt gemacht, Mann. Aber irgendwo habe ich ihn nicht gestellt, das weiß ich genau. Oh, oh nee. Ich sehe. Ich liege, wisst ihr? Ich hab's gesehen und er bleibt hier sitzen. Er kommt oben. Er kommt oben. Er ist hinterher gekommen. Plong, plong. Jetzt scheinen die alle aus dem Krankenhaus zu kommen. Okay. Jetzt wird es gleich wieder voll. Ich drehe mal eine Runde. Aber das ist eine Normal. So ein bisschen... Also, das sind aber nicht. Also, das sind welche, die durchs Krankenhaus gegangen sind. Weil das Krankenhaus war ja eigentlich leer. Nee, leer war es nicht. Doch. Ich war schon zweimal gucken. Also, bis auf eine oder zwei war es leer. Kommst, aber hoffentlich kriegst du es hin. Ja, weil ich hab das Gefühl, die Treppe unten ist zu weit entfernt. Jetzt, als ob die neu gebaut wurde. Weil ich habe immer das Problem, dass ich nicht beim ersten Mal rübergesprungen komme. So, ich putze noch schon ein bisschen, dass die ein bisschen weniger brauchen. Hauptsache Excel zieht nicht wieder. Okay, keine Äste. Ich glaube, wir haben hier oben noch Äste. In der Truhe. Das kann sein, aber 100, ich hab grad 150 oder so. Ich hab noch. Aber jetzt bin ich auf dem Weg. Nein. Okay. Oh scheiße, jetzt hat er mich, Excel. Lass mich. Lass mal los. Ja. Ja, ja, ja. Ich lade mal die Ballisten nach, aber ist nicht mehr viel da. Also gar nichts eigentlich. Wirklich, guck mal. Ich komm gleich. Also jetzt sind ja noch 400 da. Wir sind alle. Wann hast du denn die nachgefüllt? Dann immer zwischendurch, wenn sie leer war. Dann lass die doch für die Endfälle. Ich hab doch gesagt, wir brauchen nicht am Anfang. Weil die schießen ja auf den Parkplatz und das brauchen sie ja nicht. Deshalb würde ich jetzt ja nicht drin machen, sondern zur Welle. Jetzt sind sie alle. Egal. Ich hab noch. Aber die mache ich jetzt nicht drin. Hier sind Äste. Weil die schießen auf den Parkplatz und das muss ja nicht. Auf dem Parkplatz ist aber okay dann. Schießen aber dahin. Also jetzt nicht mehr wahrscheinlich, aber. Ey, spinnt der ein bisschen? Der schlägt auf die Balliste ein, der Spaß. Der Dünne ist eigentlich runtergeschossen. Okay. Das möchte ich hier auch nicht jede Nacht haben, dass ich hier oben mit dem Flamino stehe und schieße. Naja, deswegen brauchen wir unten mehr Schaden. Nee, oben mehr Schaden. Dass ich hier nicht mehr so viel schießen muss, sondern dass die hier komm, sich schön durchwursteln. Ich muss da oben gleich richtig viel schießen. Ja? Ich wollte gerade einen Zaun setzen, aber es geht gerade ja nicht. Wenn das Schlange, doppelte Schlange stehen von unten bis zur ersten Etage. Alter Schwede. Das ist richtig voll unten. Hast du mal runtergeguckt? Nee, kann nicht gucken, warte. Oh ja. Die kommen ja halt nicht alle gleichzeitig. Wie? Naja, ist doch schön. Richtig voll. Naja, ist doch hübsch. Sollen sie kommen? Wartet doch hier oben alle schön auf sie. Jetzt packe ich mal was in die Dinger da oben drin. So. Schießt die andere eigentlich noch? Ich glaube nicht, wa? Oh doch, die schießt noch. Doch, ich hab grad gesehen. Ich hatte ja noch 300. Okay. Also die verbraucht nicht so viele. Mann. Die hat 120 Schuss jetzt rausgeplant. Oh. Das geht aber, wa? Für die Upgrade, wisst ihr? Mhm. Das ist ja nicht schlecht. Okay, die haben wir hier im Griff. Die krieg fast teilweise, dass sie nicht mal bis hinter das Laufband kommen. Ja, mit den Ballisten und dem Flammi. Ja. Ja, vielleicht müssen wir doch einen Flammen hinstellen, den wir mit einem Hebel ab und an mal anmachen. Nee, ich hab ja meinen. Dafür ist der doch gut. Aber die, ich glaube, die Schnetzelfallen zwischendrin waren nicht so verkehrt, weil die Laufbänder und die Schnetzelfallen in Kombination ist, glaube ich. Ja, wenn sie dennoch angebrannt werden, ja, dann rollen sie natürlich wieder rückwärts in so ein Schnetzelding. Nur Excel. Das geht. Der Einzige, der ein bisschen durchkommt, ist Excel. Ja, die pressen echt viel, wa? Mhm. Jetzt sagt unsere Batterie. Oh ja, doch, passt. Und drüben sieht's auch noch ganz gut aus. Eine ist leer, glaube ich, oder? Warte. Zwei sind leer. Ja, aber die Balliste schießt mal hier nach unten. Hm? Aber nicht auf die komischen
Dann mach doch nur Riesenzombies an. Für die große Balliste, dass sie nicht auf Kleine schießen. Hab ich. Okay. Nicht Riesen, sondern. Nee, also ja, oder genau, große, oder? Genau. Schwere. Oder was da steht. Genau. Ja. Hm. Hab ich gemacht, aber. Keine Ahnung. Die priorisiert nicht diese Baumstamme hier, eigentlich. Den hier also unten ist. Achso. Der nervt hier ein bisschen. Die stehen im Schnetzelding, kriegen Schaden, aber können trotzdem noch ihren Angriff machen, ihren Move. Okay. Er ist tot. Der nervt da ein bisschen. Der sonst ist Excel kommt. Oh nein. Na gut, also hier dürften die eigentlich nicht komplett mehr durchkommen. Aber das war noch nicht die Endwelle, ne? Die kommt jetzt. Oh, Bolzen alle. Noch schnell ein paar Bolzen machen. Na, Excel wird nicht gekickt von dem scheiß Band. Aber vielleicht kann ich nur. Ah, doch, jetzt hat er. So, jetzt sehe ich mal kurz an die Kompression. Oh, 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 du musst eine Flamme rausholen und nach oben. Ja, ich weiß, aber. Jetzt, genau jetzt. Das wird sonst zu voll. Glaub mir. Achso, ich wollte noch Ballisten auffüllen, kurz schnell. Kann ich noch schnell rennen? Guck mal hinter mich. Naja, noch kommt hier okay. Nichts. Ich kann noch die letzten Bolzen rennen. Und hier auch nochmal, wo? Da? Okay. Feuerheini kommt. Gut, die haben ja auch schon ein bisschen Schaden gekriegt. Der Feuerheini kann nicht so viel ab. Nee, der Fleischer ist jetzt auch nicht mehr so der einer der stärksten. Sonst war das immer das Problem. Ich mach schon mal hier ein bisschen Feuer. Ja. Dafür ist das ja ganz gut mit dem Zaun. Hm? Oh, Entschuldigung. Ich hab gedacht, es ist schon länger aus, aber war doch nicht. Nee, Excel, bleib mal. Bleib mal, wo du bist. Nein! Kann ich viel machen. Ich bin drin in Excel, in einer riesen Excel-Truppe. So sterben. Hm. Mal gucken. Wie geht der denn? Die nehmen mich durch, die reichen mich komplett runter. Guck mal, wie ich lebe. Geh mal weg da, kurz. Dass ich dich nicht wieder verkokel. Und geht. All noch rum. Also die Gelben brauchen echt viel. Und Excel und der Baumstamm, die brauchen echt viel. Hast du schon wieder Angst vor deinem Geräusch? Dann komm mal her. Hier ist richtig. Hier wirft er schon. Na, dafür ist ja die. Eigentlich die Balliste da, die öfter mal anschießt. Hab sie gerade nochmal aufgefüllt, aber ich glaube, die sind jetzt auch bald leer. Wie sieht's denn hier aus? Nee, die große, abgegradet. Achso. Die meine ich. Die ist ja dafür da, dass sie die eigentlich da unten mal abhält. Die brauchen ja bloß immer angeschossen werden, dann ist ja wieder gut. Aua, 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 von hinten. Achso, scheiße, ja. Rauchst du jetzt hier oder was? Ja, Baumstamm und der ist runtergeflogen. Heute ist das Sprungbrett ganz schön aktiv. Ja, aber das müssen wir wegmachen, da muss irgendwas Art. Ja, ja. Wenn stimmt. Wir dann nur eine Stachelfalle hinmachen oder irgendwas. Okay, das der ist tot. Das war das Ende jetzt, ne? Oh. Ja. Aber die Nächte werden eben länger, ne? Naja, ja, ein bisschen. Durch die Masse. Aber ich glaube. Und weil wir eben nicht genug Schaden haben, um die schneller wegzumachen. Das ist ja okay so. Soll ja auch ein bisschen länger jetzt dauern. Eine halbe Stunde. Also wir sind jetzt immer noch bei 2. Einmal waren wir bis 3 Uhr. Aber das finde ich jetzt nicht dramatisch. Fleischerchen kommt noch einer. Und dann. Okay. Also entweder da hinten. Ah, okay. Hinten. An der Lampe. An der Lampe hinten. Aber ich glaube, wir sind durch. Einer hängt wieder im Schredder, wie immer. Hat er die Lampe kaputt, jetzt kommt er her. Aber auf den schießt doch die Balliste von hinten. Warte, warte, warte. Schießt mit mir mit. Ja, die trifft natürlich nicht alle, aber wenn er dann irgendwann mal stehen bleibt, wo rennt er denn hin? Zur nächsten Lampe, oder? Wir sind hier, Eierkopf.
Reihe hängen im Schredder. Der läuft weg? Ja. Der wird zu Mutti. So, jetzt mag ich den Schredder hier an und den Süd. Wo ist er? Hallo? Ja, sich ja mal hinten mal hinhängen. Das soll ich vielleicht doch mal ein bisschen dichter stellen. Nochmal abbauen. Kann sein, ja. Und nochmal ein bisschen dichter. Aber jetzt, wenn man so hierher lockt, dann kriegen sie doch. Aua! Warten, wer war denn? Ja, der kann, trotzdem er voll Schaden kriegt, kann er seinen Move machen. Das war früher aber nicht so. Nee, daran kann ich mich nicht erinnern. Nee, da wurden die immer unterbrochen. Okay. Ja, also ich muss sagen, ich glaube, jetzt haben wir es wieder im Griff. Also es ist kein Problem gewesen, war alles entspannt. Gut, hätten noch ein paar upgradete Bolzen für die andere sein, aber die hat er bis zum Ende geschossen. Und die anderen eben auch. In der einen sind, glaube ich, nur 17 drin jetzt. Von den normalen. Alles gut. Sieht schön aus. Ja. Ballistenbolzen bauen. Wir müssen erstmal ein paar Äste besorgen. Das stimmt. Ein paar Äste und vielleicht noch einen Hauch Kupfer. Ja, Äste und Kupfer. Und dann sind wir durch. Also machen wir ohne außerhalb der Aufnahme eine kleine Loot-Folge für uns selber. Also genau. Folge kann man nicht sagen. Und wenn wir nochmal richtig looten gehen irgendwo, ich weiß ja nicht, wo könnte man denn eigentlich noch hin? Wir könnten nochmal zum Ende der Welt. Da sind die Autos bestimmt wieder da. Wir könnten... Ja. Wisst ihr noch? Achso, wir könnten... Wisst ihr, was wir machen könnten mal? Zu dem See nochmal runter, wo die Steine sind, die Eisen und Stein abwerfen. Oh, das ist so weit. Das stimmt. Das war ja fast am Krankenhaus, ne? Am Gefängnis. Das war fast am Gefängnis. Mhm. Ich hab Strom hier auf... Also Tankstelle habe ich mich gekümmert, repariert. Und Strom aus. Andere Seite ist dein Strom. Hier ist mein Strom. Ja, ich glaube, mit dem Strom haben wir jetzt einen ganz guten Rhythmus gefunden. Also, jo. Wenn wir jetzt diesen Plasma-Dings da machen, dann müssen wir uns wieder ein bisschen Gedanken machen. Auf dem Krankenhaus, ja. Krankenhaus nicht, aber auf dem Tankstellendach kriegen wir schon noch ein paar Windräder und ein paar Batterien. Und mit dem Generator, also kommt drauf an, wie viel Benzin wir beim Looten jetzt noch finden, aber ich glaube, wir können ja auch noch das ganze Öl umwandeln. Und wir könnten zur Not ja auch noch Ölpumpen aufstellen, aber im Moment ist das ja nicht nötig. Weil wir wirklich immer Benzin finden. Wir haben ja, also unten die Fallen haben jetzt verbraucht 3 Batterien und wir haben 6. Mhm. Da mache ich mir eigentlich keinen Stress, da könnten wir auch noch ein bisschen was dranhängen, aber müssen wir ja nicht. Wir brauchen bloß ein bisschen mehr Schaden, also. Oben zumindest, also da, wo das Laufband ist. Ja, das geht nicht weiter. Vielleicht sollten wir doch so einen kleinen Zickzack machen. Keine Ahnung. Nee, nicht noch mehr Zäune. Das ist schon okay. Wir bauen einfach noch weiter hinter den Lauf. Also ich finde, ich bin ja komplett gegen die Laufbänder gewesen. Aber jetzt in Kombination mit anderen Fallen, die sind nicht, also sind keine mehr weitergekommen. Überleg mal, die letzten 3 Nächte, die sind immer bis aufs Krankenhausdach gekommen, mir gefolgt. Ja, jetzt aber, ist entspannt. Aber nur weil du mit dem Flammi da was machst. Naja klar, dafür ist er ja da. Und wenn jetzt hier vorne, können wir noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Erstmal, bis zum Krankenhaus können wir noch locker 15 Fallen stellen. Das ist okay, reicht aber aus. Wir haben 3 breit, wir brauchen nicht eine Spur nur, wir können auch 2 Spuren nehmen. Ja, ich würde das erstmal mit Ena probieren. Es sei denn, wir sterben nochmal groß und müssen ja, nee, die Nacht abbrechen. Aber wir brauchen das ja bloß nach außen schieben, wir können ja eine Spur lassen. Aber wir schieben das auf die rechte Seite, dann können wir schneller reagieren und können nochmal nach 8 Fallen vorwärts nochmal einen Weg zurück machen, 8 Stück, und dann wieder 8 nach vorne. Deswegen ist es ja 3 breit, dass die auch so einen kleinen Schlängelweg gehen können und nicht direkt auf uns drauf zulaufen. Das wäre vielleicht so ein kleines Ding noch. Hier ist ein Vater im Krankenhaus. Der ist hier noch übrig. Ist alles voll da drin? Nee, ist alles leer. Also, wir waren doch hier schon drin. Na, jetzt nicht mehr. Die sind doch zurückgekommen.
Das waren doch nur die, weil wir auf der Seite gestanden haben. Der normale Weg. Aber wo sind sie denn drin gekommen? Ist unten offen gewesen? Haben die Tür kaputt gemacht? Weiß ich nicht, aber im Krankenhaus ist kein Mensch. Also kein Zombie. Ja. Kein Zombie. Ist alles leer. Machen wir mal lieber die Tür wieder zu. Das war ja schon laut vorhin. Ja. Während der Nacht. Das stimmt. Naja, weil sie versucht haben, da durchzukommen. Weil da müssen sie ja irgendwo reingekommen sein. Naja, unten, die Krankenhaustüren werden sie schon aufkriegen. Irgendwie. Ja, da muss ja irgendwo eine kaputte Tür sein. Das würde mich mal interessieren, wo die durchgehen. Ja, die Krankenhaustür unten ist doch garantiert offen. Irgendeine Seite, die hat, da sind doch mehrere Eingänge, ne? Also. Ja, sind mehrere, aber die sind ja, ich weiß nicht, normalerweise sind die ja zu. Also falls wir da nicht drin waren und das offen sind, kann natürlich sein. Bist du schön geflogen vorhin? Vom Sprungbrett? Ja. Und gleich der Feuerheini ist kurz danach geflogen. Geil. Das klappt die ganze Zeit semi-gut, ja? Und dann auf einmal gehst du da rüber und boing, fliegst du da. War ein langer Flug, ey. Hab ich gesehen. Ich alles fällt beobachtet. Mir was ein, ich hab da eine Idee. Das machen wir, erklären wir, erzählen wir mal in der nächsten Folge. Aber da werden, also ich denke, das denken, die meisten denken so wie ich, dass das nicht klappt. Aber ausprobieren können wir das auf alle Fälle mal. Dann haben wir wenigstens was zu tun. Ja, na gut, dann machen wir hier Schluss. Nach 23 eigentlich komplett locker überstanden. Bin erstaunt. War gut mit den Laufbändern und den Schnitzlern hier im Wechsel. Kann so weitergehen. Ja, wir sehen und hören uns wieder in der nächsten Folge. Bis dahin. Haut darin. Ciao. Gut.